Der Boden ist Lava. Was? Der Boden ist Lava. Was? Wir sind hier mit einem vollen Zug, Digga. Petaku ist die optische Frau und meine Mops Gesichter. Was geht ab? Euer Petaku wieder am Start. Und... Martin, der heute Abend hat einen ganzen Kollegen eingeladen. Und haben wir ja bereits die Bone is Lava Challenge mal gemacht. Checkt auf jeden Fall den ersten Teil ab. Link in der Beschreibung vorhin, da war ich auch dabei. Und es kam so gut an, dass wir jetzt noch einen zweiten Teil machen wollen mit zwei Parts. Und gleichzeitig wird auch noch sein Teil rauskommen. Link in der Beschreibung. Checkt das auf jeden Fall am Ende des Videos ab. Los geht's. Lava ist Bohnenherrchen. What the fuck? Ja, Freunde. Auf jeden Fall wird es auf jeden Fall mal wieder Zeit. Eigentlich wollte ich... Der Boden ist Lava, Motherfucker. Digga, jetzt schon. Digga, lass dich. Digga, ich bin... Digga, das war... Ja, das war Glück gehabt, Digga. Willst du mal aufpassen, Digga? Oh, yeah. Wie gesagt, Freunde, mal wieder mit meinen alten Kollegen. Martin, bist du unterwegs? Ich hab übelst Bock auf die Bohnen des Lava-Channels. Und ich erkläre euch erstmal die Regeln, weil auf meinem Kanal habe ich es ja noch gar nicht erklärt. Nicht schon wieder der Bohnen des Lava, Mann! Digga! Digga, der Tisch! Digga, der ist 5 Meter! So, es geht halt darum, wir laufen einfach ganz spontan in der Stadt herum und dann auf einmal ruft ganz plötzlich einer, der Boden ist Lava, und innerhalb von 5 Sekunden muss man dann irgendwas schnell finden, wo man rauf kann, und dann muss auch noch 5 Sekunden drauf bleiben, weil sonst kann er ja einfach wieder runterfahren und erzählt das nicht. Und der Boden ist Lava! 1, 2, 3, 4, 5! Nice! Und dann werden wir ab und zu einmal hin und her mal wechseln mit der Kamera, und dann wird Martin den aber zwischendurch, der Boden ist Lava, sagen, rufen, und dann muss ich schnell irgendwas finden. Das wechseln wir mal ein bisschen ab und dann gucken wir mal, wer die geilsten Stellen hier und nicht verbrennt vom Lava, vom Lava! Der G20 Gipfel ist so nervig, ich hatte um 17 Uhr Feierabend, Bus, alles weg, S-Bahnen fahren nicht mehr, übelst nervig, Digga. Und fick dich, der Boden ist Lava! Was? Hey! Junge, du wirfst immer deine Sachen weg, ja, Alter! Digga, das ist gefährlich, wenn ich damit hochgehe. Fall mal, maul ich mich oder so. Hallo, der Boden ist Lava, ich verbrenne übrigens. Schnell irgendwo rauf! Hätte auch aufs Fahrrad gehen können, aber das hätte er nicht lustig gefunden. Druck. Der Boden ist Lava, ach, ihr habt ja Rollerblades. Wow! Der Boden ist Lava! Eins, zwei, drei, vier! Ja, Digga, hat er Lack gehabt. Hey, weißt du, was noch safe ist? Was? Dass ich deine Kamera in der Hand habe und der Boden ist oh motherfucking Lava, Digga. Los! Zack, zack, zack. Was machst du denn? Ich wollte mich Baum gleich mitnehmen, Digga. Ah, hier ist gerade schön Polizei. Der Boden ist Lava! Eins, zwei, drei, vier. Digga, Alter. So ein Cheater. Alter, Leute, was sind das denn für krasse Polizei-Stories hier, ey? Ist das ein Panzer? Leute, Digga, ich kann nicht mehr. Digga, ich schwitze so heftig, es ist so warm. Wie viel Grad schätzt du heute? Digga, 25 mindestens. 25 mindestens, wenn nicht sogar 30. Der Boden ist Lava! Ja, Digga. Lol. 1, 2, 3, 4, 5. Digga, du siehst auch hier viel Frosch, Digga. Geh mit der Frosch. Hey Leute, der Boden ist Lava! Der Boden ist Lava! Martin, los! Hoch da! 1, 2. Können wir es wenigstens ganz rauf? Die jetzt erstmal schön zu McDonalds. Übrigens, der Boden ist Lava! Ja, 1, 2, 3. So ein Spaß. Erstmal schön bei McDonalds essen, Leute. Digga, auch zu Bock drauf, aber ich glaube, der Boden ist Lava. Was? Entschuldigung, der Boden ist Lava. Zähl doch bis 5! 1, 2, 3. Okay, mach leider auf, nicht geschafft. Scheiße, Freunde. Direkt Hausverbot für ein Jahr bei McDonalds angeblich. Alter, das ist doch nicht euer. Das kann doch nicht sein. Ich spiele dieses Spiel nie wieder, Digga. Ich spiele das Spiel nie wieder. Überall kriegt man nur Stress, ey. Martin, was sagst du dazu? Ja, ich hab auch keinen Bock. So ein Dreckspiel, ich schwitze übertrieben, viel zu heiß. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob ihr einen neuen Teil sehen wollt. Genau, schreibt mal in die Kommentare, habt ihr Bock drauf, lasst einen Daumen da, wenn euch das Video gefällt. Kann jemand ein Foto von uns machen? Scheiß drauf, der Boden ist Lava!
Eins, zwei, drei, vier, fünf, Digga. Was geht ab, Digga? Chuck. Hey, der Boden ist Lava. Was? Wir sind hier mit dem vollen Zug, Digga. Hey, eins, zwei, drei, vier, fünf, sehr gut. Er zieht einfach durch im Zug. Was? Aua, aua, aua. Der Boden ist Lava. Das war's, Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst einen Daumen da, wenn ihr den zweiten Part haben wollt. Checkt auf jeden Fall seinen Part ab. Link in der Beschreibung. Voll die coole Challenge. Weißt du, und sowas hat man einfach Bock. Ja, Freunde, schreibt das auch mal in die Kommentare. Wollt ihr den zweiten Teil? Und dann sag ich nur noch, macht's gut, Petakus. Bleibt weiterhin. Moin. Sayonara, Bitches. One Punch.